Wir sind hier vor meinem Windrad. Das liegt an der Grund. Da ist nämlich der Blitz eingeschlagen. Wie wir das Ding wieder heile kriegen und wie wir das wieder aufrichten. Das sehen wir in diesem Video. Labor 2B. Forschung, Labor, Musik und Technik. So, als erstes Mal müssen wir den Kopf demontieren. Die Schrauben, hier schön Stahl auf Aluminium. Ich glaube, das ist auch noch Stahl. Das könnte also gehen. Das ist natürlich erstmal total verrostet. Das wird jetzt ein Abenteuer, das abzukriegen. Ich habe einen Haufen Werkzeug mit. Ja, ein bisschen schwierig, immer alles das richtige Werkzeug mit zu haben. Und das geht erstaunlicherweise. Und die Schraube lässt sich schon mal lösen. Mal gucken, ob es abgeht. Die will leider nicht so richtig. Auf jeden Fall ist hier drin ein Schleifring, der ermöglicht, dass das Ganze drehbar ist. Und gleichzeitig ist da noch ein Gleichrichter drin. Kann sein, dass beide oder nur eins einen weg haben. Und bei der Gelegenheit können wir hier, das sieht man, das ist hier auch abgeschrabbelt, das dann auch gleich in Ordnung bringen. Lässt sich das Ganze abmachen. Mit drei Schrauben ist es fest. Okay, es sieht natürlich, dann mit der Flamme zu arbeiten, ist immer ein bisschen schwer. Mal gucken, ob wir das Ding so ein bisschen warm kriegen. So sieht das Ganze nach ungefähr einer halben Stunde aus. Ist jetzt langsam schon ganz schön zerbröselt. Ich kriege hier auch nicht so viel Wärme rauf, weil es hier weht und die Flamme dann natürlich ins Nirgendwo landet. Aber das Stück haben wir schon. Gucken wir mal. Wir hauen mal weiter drauf. So, das Ganze ist tatsächlich ab. Das ist natürlich ein bisschen verdrehtnadelt. Man sieht, so weit hier war es drauf. Das ist noch relativ sauber geblieben, aber das hier ist durch die Schläge da drauf. Ich habe es also mit dem Schraubenzieher davor gehalten. Ich hätte vielleicht ein Flacheisen nehmen können, dann wäre es nicht so ausgefranst. Die Kabel, die schneide ich jetzt einfach erstmal ab, weil hier ist ein Schraubverbinder drin. Den habe ich jetzt, kriege ich nachher hier auch nicht mehr richtig vernünftig vor. Das werde ich einmal abschneiden müssen. Genau. Ansonsten beim Abhauen haben wir dagegen gehauen. Wie gesagt, das hier, das Scharnier. Das ist auch ein bisschen in Defekt. Bevor jemand fragt, hier drinnen ist es 16 Quadrat und ich bin da mit 4 Quadrat oder ähnlichem rangegangen. Warum eigentlich? Hat das irgendwelche technischen Gründe? Nein, ich hatte kein 16 Quadrat, ich hatte nur 4 Quadrat. So, ich habe heute einen nagelneuen Pullover an, 5 Minuten. Und das erste ist, dass mir ein Vogel dahin kackt. Mistvieh. Gut, kommen wir zum Eigentlichen. Ich habe das Windrad hier aufgeladen. Hier haben wir es in der Werkstatt, das Windrad WSD 1000, 1000 Watt Nennleistung. Eines der meines Erachtens besten Größen, auch eines der besten Windräder, die ich kenne. Das hat 5 Flügel, das ist sehr gut. Die haben inzwischen Kyrill überstanden. Die haben, ich weiß nicht, wie die alle hießen jetzt, wir sind hier direkt an der Nordseeküste. Ja, ein Blitz ist nicht direkt hier eingeschlagen, sondern in der Nähe irgendwo rein. Und dadurch ist entweder der Gleichrichter hier drin kaputt, man merkt das, wenn ich ihn drehe, dann stuckt er. Warum? Weil da ein Kurzschluss drin ist. Dieser Kurzschluss, das kann, wie gesagt, mal passieren. Das Ding ist jetzt auch schon, ich glaube, 15 Jahre alt, hat bis dahin also gut überstanden alles. Hier ist jetzt das Widerlager kaputt. Da habe ich schon die Ersatzteile für. Die brauche ich im einfachsten Fall nur austauschen. Das lag daran, warum ist das verschlissen? Das Windrad ist bei mir wahrscheinlich nicht ganz komplett ausgerichtet. Und wenn wir dann natürlich sowas haben wie Kyrill, dann knallt das schon ganz schön dagegen. Und diese Fahne, die zieht das Ganze immer aus dem Wind. Ja, und dadurch war das zum Schluss dann auch nur noch aus dem Wind raus. Und dann kam natürlich das andere. Und diese Vibrationen, die sind natürlich sehr gigantisch. Der Rest hat bisher überlebt. Die Lager, meine ich, müssten auch noch in Ordnung sein, dass diese Schleifen, was wir hier hören,
Das ist eigentlich wirklich jetzt, weil der Generator kurz geschlossen ist. Dann wirkt er wie eine Bremse. Ich baue das Ding mal auseinander und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie gut das erhalten ist und was wir da an Arbeit reinstecken müssen. So, hier sehen wir das Ganze von innen. Also die Haube habe ich abgemacht, da bin ich vorhin ein bisschen gegengehauen. So sehen die Teile aus, die es zerlegt hat. Da sieht man das. Das ist also abgescheuert im Laufe der 15 Jahre. Die Gegenseite genauso. Eine Schraube, das ist eine Spezialschraube. Da muss ich gucken, wie ich das mache. Eine Schraube habe ich vergnadelt. Das klappte leider nicht, genau. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Diese Haube, die war hier oben drauf. Die habe ich jetzt eben abgenommen. Und da sehen wir schon, das sieht nach Wärme aus. Ich kann noch nicht genau sagen, was hier passiert ist. Das hier ist die sogenannte Gleichrichterplatte. Die sieht auch schon aus, als wäre da ein bisschen Hitze dran. Irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Genau. Ah ja, jetzt sehen wir das. Das sind hier normale Gleichrichter. Wärmeleitpaste ist dran. Was auch noch sein kann, da dieser Kontakt hier ab ist, warum auch immer, dann kann es sein, das Windrad ist dann ohne Last. Und dann geht die Spannung sehr, sehr hoch und die Dioden mögen das gar nicht. Und dann gehen die kaputt und werden leitend. Das würde auch dieses Verhalten erklären, warum es so schwer ist. Ich werde die gleich als allererstes abkneifen, muss ich früher oder später sowieso machen. Und dann mal gucken, ob es dann leichtgängiger ist. So, abgekniffen haben wir es. Und man merkt, das geht durchaus noch ein bisschen schwergängig. Also ich hatte gehofft, dass sich das dann von weiter läuft. Man hört auch so ein ganz bisschen ein Knirschen. Aber das ist nicht irgendwie ein wo ich sage, das Lager muss neu. Also es fühlt sich auch nicht wackelig an, wenn ich das hier mal befestige. Da habe ich kein Spiel. Ich würde es eigentlich gerne so lassen, dass der Generator, wenn der Generator noch in Ordnung ist, das wäre natürlich das Wichtigste. Und da gehe ich eigentlich immer noch von aus, der ist ziemlich robust. So, auf einmal bin ich wieder draußen. Warum, was ist passiert? Nun, das hier ist der Schleifer. Und das ist doch irgendwie ein Quecksilberschleifer. Mir ist das Ding aufgebrochen, das war also schon zweiteilig. Die einzelnen Kugeln. Quecksilber, ich konnte die hier schon in der Tüte retten, ist nichts passiert. Ich habe trotz alledem die Werkstatt einmal aufgemacht, die bleibt jetzt ein bisschen offen, einmal zum Durchlüften. Wie ich das Ding da rauskriege, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Weg zur Sondermülldeponie. Das Ding müssen wir natürlich hier speziell entsorgen, wenn da Quecksilber drin ist. Wundert mich, dass sowas tatsächlich noch verkauft werden durfte, auch damals noch. Eigentlich müsste sowas ersetzt sein. Platte. Und da drinne, da war jetzt halt eben dieser schleifrige Körper. So, und hier kamen zwei, also Plus und Minus, gingen zur Gleichrichterplatte. Und von hier kommt Drehstrom an. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich einfach diese drei Drähte nach unten führen. Ich hatte ja gezeigt, dass ich sowieso mit ganz vielen Einzeldrähten hingehe. Und statt jetzt wie jetzt zweimal vier Drähte, nehme ich eben dreimal drei Drähte oder irgendwie sowas. Also dann habe ich Drehstrom unten und die Gleichrichterplatte kommt dann mit nach unten. Genau, ansonsten sieht man, man kann da auch durchgucken, kann man das sehen. So, da muss ich hier eben... So, da ist also ein Loch drin. Das muss man dann natürlich... Das muss man dann natürlich hier ordentlich absichern. Jetzt war das aufgefangen einfach durch diesen Drehkörper. Und da werde ich also das Kabel richtig abfangen müssen mit einem Knoten oder gar einem hochwertigen Kabelbinder. Beim Abmachen hiervon ist das Ding natürlich arg in Mitleidenschaft geraten. Das müssen wir auch machen. Da muss ich dann sehen, dass ich das Ding geschliffen kriege. Die vergorkte Kante werde ich mit einem Akkuschrauber und einem kleinen Schleifstift wieder gerade machen. Das dauert ungefähr 1000 Jahre. Die abgenüdelte Scheibe ist schön klein, dadurch passt die da auch besser ran. Vielleicht sollte ich auch mal eine neue machen. Ganz kommen wir leider nicht umzu. Auch das tiefe Innere müssen wir bei. Da müssen wir das mit der Hand machen. Und nächsten können wir hier auch noch mit arbeiten. Für das tiefe Innere. Das dauert zu lange. Man muss die ganze Zeit immer dieses Ding drehen. Und wäre schön, wenn das sich mal automatisch drehen würde.
Kriegen wir doch mal hin. So geht's vorwärts. Das Ganze bekommt natürlich einen hochwertigen Schutzlackanstrich und von der Innenseite nur ganz dünn. Weil sonst trägt das zu stark auf und dann lässt sich es nachher wieder nicht aufschieben. Also deswegen hier nur ein relativ dünner. Da kommt nachher auch noch Fett ordentlich drauf. Oh, noch kein Fett hier. Lecker. So, von außen kann man es ein bisschen kräftiger machen. Und idealerweise nicht auf den Boden kleckern. Das ist nicht gut. Immer was drunter legen. Ich sag das ja. Elektrische Verbindung machen wir mit Hilfe von Presshülsen, weil wir haben Vibrationen drauf und deswegen halte ich das an dieser Stelle für die sinnvollste Möglichkeit. Ich versuche hier möglichst wenig Querschnittsübergang zu machen. Ab hier, also hier unten dann, kommt ein größerer Querschnitt dran. Aber hier oben möchte ich den kleinen haben. Hier fädel ich nachher noch einen Draht rein und darüber kann ich die Drähte dann auffangen. Und hier kann ich dann mit größeren Verbindern in dieser Art rangehen. Und eben nicht mehr mit zwei plus oder minus, sondern den Drehstrom fange ich ab, weil der Gleichrichter hier, der kann mal kaputt gehen. Und dann kann ich ihn besser unten haben, da kriege ich ihn wieder heile. Ja, und da müssen wir noch bei. Das will nicht so. Also da war nichts mit sichere Verbindung. Das fühlt sich schon besser an. Eine Gewindestange, die wird hier durchgeschoben noch zusätzlich. Und am anderen Ende können wir jetzt hier mit hochwertigem Gaffertape oder ähnlichem die Zugentlastung ranmachen. Das wird dann noch verlängert und die Drähte, die von oben kommen, die werden dann auch noch dazu abgesichert. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und diese Platte, das ist hier die Gleichrichterplatte, die wird dann eben nicht mehr in Funktion sein. Das verlagern wir nach unten. So, jetzt bauen wir alles wieder zusammen. Die eine Schraube, die war leider kaputt. Das war eine zöllige Schraube aus VA. Ich habe jetzt hier verzinkt. Das ist eine Art VA. Und die ist aber sicherlich auch gut. Und man lässt die Schrauben immer schön fallen. Das ist ganz wichtig. Oh. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ein bisschen Schraubensicherungslack hilft sicher. Viel hilft viel, sagt man. Und dann kommt die Fahne wieder drauf. Ich glaube, immer so rum. Dafür kommt diese Spezialschraube rauf. Die müsste von oben nach unten wahrscheinlich, glaube ich. So, und schon steht das Ganze. Wir brauchen das nur noch festschrauben. Hier kommt auch nochmal. Und da kommt noch eine Mutter. Auf den Trecker. Den starten wir jetzt mal. Gut so, ein bisschen vorsichtig. Da ist es. Und damit fahren wir jetzt als erstes mal eben aufs Land, wo das Windrad steht.
Trecker hebe ich das Ganze etwas hoch, dann kann ich das schön hier ganz miteinander verbinden und draufstecken. Das müsste damit so gehen, hat man ein bisschen Platz. Wie ich schon sagte, vorher hatte ich hier Plus und Minus. Das wird jetzt L1, L2, L3. Diese beiden hier waren zusammen gewickelt. Das heißt, dieser hier ist unten dann auch noch verbunden. Ich muss ja das Ganze nachher wieder durchmessen. So, und deswegen merke ich mir jetzt einfach mal, die zusammengebunden sind, der rote da dran. Das finde ich unten auch wieder, das ist der eine. Ich werde trotzdem ein bisschen messen müssen, weil ich es ja hier so aufteile, dass das dann... Geht das überhaupt aufzuteilen? Also es ist ein bisschen asymmetrische Last dann. So, ich würde sagen, so teilen wir das auf. Ja. Gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das schlau ist. Eigentlich kann man sich nicht drüber streiten, das ist jetzt nicht schlau. Aber wir machen das mal so. Unser Trecker, der hat nur 26 PS, wiegt nicht viel. Und wenn wir damit dieses Windrad aufrichten wollen, dann ist das ganz schön groß, ganz schön schwer. Also müssen wir es leichter machen. Und das machen wir, indem wir da Stahl rausschneiden. Meine Idee momentan ist, dass ich diese Bügel hier rausnehme, weil ich habe hier 60 x 60 Stahl. Da kann ich bereits jetzt oben ein Auto aufhängen und das wäre immer noch stabil genug.